So. Haben wir die Aufnahme auch ein bisschen resettet, damit wir hier nicht, 10 Stunden Aufnahme mehr haben. Ich lade ja den Kram auch immer noch hoch, ne? Zaubertrank. Habe ich zwar noch keine Ahnung, was ich mit einem Zaubertrank anfangen soll, aber meine Güte. Wird schon irgendwas Magisches sein. Sonst würde das Ding nicht Zaubertrank heißen. What the fuck? Ist das Patamon? Das Ding sieht aus wie Patamon. Funkennetz. Okay. Oh. Das hinterlässt Zeug. Giftschutz. Was ist denn mit dem Giftschutz? Ich wurde nur einmal vergiftet im Spiel. Wie würdest du für ein FF8 Remake stehen, Shadow? Ich würde sagen, macht erstmal das Final Fantasy 7 Remake fertig. Ist dasselbe, nur verhindert Gift, also von daher. Also von mir aus, ich bin für Remakes. Es kommt immer darauf an, wie sie gemacht sind. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst ein Remake wie Dark Souls Remastered machen, wo du raushaust und es sieht genauso aus wie die PC-Version. Nur mit ein paar Performance-Tweaks hier und da, also, ne? Aber verlangst auf einmal wieder Vollpreis. Oder du machst halt ein Remake und dann endet es wie Resident Evil 2 Remake, wo ich schon mega Hype drauf bin. Oder du machst das Final Fantasy 7 Remake und, es ist einfach Jahre über Jahre in Development. So dass man mittlerweile seit irgendwie 2 Jahren nichts mehr von gehört hat. Verkaufen, der Zaubertrank crasht das Game. Echt jetzt? Hat der keine andere Fähigkeit? Gefährliches Gas. Ja gut, sie ist giftgeschützt, also Schaden macht das jetzt nicht so viel und Gift ist sie immun gegen, also schiebst dir sonst wohin. Wirbelstock. Also ja. You can't disappoint fans with your remake when it never comes out. Ich meine, das Schlimme ist, wir haben zu Final Fantasy 7 schon eine Menge Zeug gesehen. Na, was heißt denn eine Menge? Man hat ein bisschen was gesehen. Aber seit Jahren nichts wirklich Neues. Und jetzt kann man natürlich spekulieren, wie man will. So nach dem Motto, ist das jetzt irgendwo gecancelt und sie wollen es einfach nur noch nicht sagen, weil Square dann weiß, Alter, die werden uns in den Fuß schießen, wenn wir das sagen. Oder ist es noch in Development? Dauert es einfach nur ein bisschen? Kann man ja alles nicht wissen. Eigentlich sollte der Zaubertrank einen Counter verhindern, aber warum soll ich das wollen? Also aktuell weder noch nicht mal so wirklich. Also werde ich die wahrscheinlich gleich mal bei der nächsten Gelegenheit mal verkaufen. Ist hier jetzt erst Stardust? Alter, sind wir jetzt hier die Stardust Crusaders? Das passt aber jetzt schon nicht, weil wir eine Frau dabei haben. Und Frauen in dem JoJo-Universum sind rar. Sehr rar. Weiß der Teufel warum. Ich weiß bis heute nicht, wie das für Episoden halten soll. Können es ein Release von Kingdom Hearts 3, wenn einfach mal 7 kommt. Ich habe ehrlich gesagt zuerst eher gedacht, so von wegen da würde mal generell mehr kommen, aber irgendwie. Ich glaube, es ist jetzt echt mittlerweile schon 1 oder 2 Jahre her, dass wir was von Final Fantasy 7 vom Remake gehört haben. Und selbst damals haben wir nicht wirklich was gesehen. Ich weiß noch nicht mal, ob überhaupt schon irgendwie Gameplay mal gezeigt wurde. Ich glaube nämlich nicht, soweit ich mich erinnere. Das sind Steine, die das über das ganze Spiel finden kannst und mit ganz optionalen Bossen. Ah. Aber da hast du schon den ersten Sales verpasst. Kann ich nicht zurück?
Also kann man nicht irgendwann nach Sales zurück? Also kann ich mir die optionalen Bosse sowieso in die Haare schmieren. Wirbelstock! Kannst du. Ich wollte gerade sagen, könnte ich denn nicht schlicht und greifend nach Sales irgendwann zurück und sagen, so, ich hol mir den Stein jetzt? Oder sind das so Oldschool RPG-Bosse, wo 3 Jahre brauchen, um sie zu bekämpfen? Körperreinigung, so viel Gegengiftzeug, ne? Stirnband. Das Gute ist ja, sehe ich das richtig? Ausrüstung zählt nicht zu den normalen Items. Stirnband ist schlechter. In allen Punkten. Alter, Stirnband ist scheiße. Vor allem, wenn ich das nächste Mal einen Händler treffe, ne? Also ich krieg dann Geld bis zum Erbrechen. Das sage ich euch jetzt schon. Er gibt das mad cash, yo. Dort ist etwas. Kann das nicht der berüchtigte Höhlenwächter sein? Oh scheiße, er ist so berüchtigt. Tritt zurück, Shana. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich kann dir helfen. Es kommt. Oh shit. Ihhh, ein Tausendfüßler oder was? Nee, eine Mega-Snake, okay. Lohnt sich nicht, finde ich. Wenn du sammeln willst bei dem der Grabsteine. Ich war doch bei den Grabsteinen. Oh, hätte ich mir mal alle angeguckt. Hätte ich mir mal alle angeguckt, ne? Wie ja, Urobolus. Okay. Nee, warte. Oh Gott! Mit ihr benutze ich jetzt mal ein paar Schadensitems. Zum Beispiel den detonierenden Felsen. Reicht das auch wieder im Märchen? Nö, kann ich nicht. Richtig, beiß dir den Kopf ab! Ist okay! Alter! Beiß dir den fucking Kopf ab! Nächster, bitte! Oh mein Gott, Noobrox, vielen Dank für den Twitch Prime Sub! Vielen Dank, mein Dude! Vor allem für die 9 Monate Hype! 9 Monate Hype, es ist schon 3/4, ne? Du stehst schon 3/4 zu deinem Schoßtag. Generell eine Handvoll von euch sogar. Ah, hat mich vergiftet, ne? Das übernimmt jetzt Sima. Ich hoffe mal, es ist Vergiftung. Sieht nach Vergiftung aus. Schmeckt nach Vergiftung. Benutze sie jetzt einfach mal für Schadensitems, Heilitems, etc. Wie zu retard ist, um seinen eigenen Schwanz zu fressen. Ja, doch, ich verstehe irgendwo, wieso man das denken kann. Wirbelstock. Wirbelstock. So. Der richtig beißt mir den Kopf ab, ist okay. Sei zweimal dran, ist auch okay. Ja, gut, dass ich mit ihr geblockt habe. Ich richte ihm mal noch einen Move, gönn dir. So, sind wir jetzt durch? Haben wir es jetzt? Ist irgendwer vergiftet? Nö. Okay, haben wir nochmal Glück gehabt. Lovitz ist noch topfit. Aber ich könnte Heilung gebrauchen. Awesome. Na super.
Ich kann's nicht. Ich komm nicht ran. Ja, aber sie. Ha! Aua! Jetzt hängt das Scheißding da oben an. Ah, super. Und jetzt macht immer den schönen AOE-Angriff. Ne? Ist ja wunderbar. Meine Lieblingsart von Angriffen. Ich heile sie erstmal, weil der Rest der Truppe ist noch fit soweit. Aber bei ihr möchte ich da jetzt nicht unbedingt Risiko eingehen. Ich glaube... bin ich gut im Mashen. Ich bin nicht gut im Mashen, leider. Okay, das ist guter Damage, aber... gut, dass wir noch ein bisschen davon haben, ne? Oh, 190! Ja, du könntest auch ruhig mal wieder hierher kommen, du Mistvieh. Damit ich mir einfach mal die Items sparen kann. Aber nee. Okay, wir sind noch alle soweit fit. Okay, fuck you then. Ich bin nicht gut im Mashen, also. Ah, yes. Davon kriegen deine Muckis Muckis. Eliminiere G. Ja, das kann ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen. Stell dir mal vor, man hätte die ganze Scheiße jetzt hier weggeschmissen. Oder hätte man sie vorher verbraucht oder so. Okay, ich krieg langsam so eine Performance hin, wie ich ein bisschen besser mashen kann. Es geht zwar mega in den Arm irgendwann. Ah, dankeschön. Jetzt ist das Vieh wieder draußen. So, jetzt kriegst du auf den Sack. Wirbelstock. Oh, Stock. LOL. Dachte er sich einfach, ja, fuck you. Cool. Geschafft. Sollten wir jetzt Indelsburg aufbrechen? Schade. Killsteal. Mann, ist das Vieh hässlich. Und lebt sogar noch. Ledo, ledo, ledo. Okay. Radikal Beep. Alter, weggelasert. Was war das? Okay. Kill secured, würde ich sagen. Vieh destroyed. Aber gut, wir haben auch sämtliche Items gegen das Ding angewendet. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß nicht. Weißes Licht. Na
Naja, wenigstens sind wir sicher. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir hier rauskommen. Wenn wir erstmal in Bail sind, ist alles in Ordnung. Glaube ich. Ich gehe mal zurück und save. Just in case. So. Nur um ganz sicher zu gehen. Können wir gleich mal gucken. Okay, Vulkan ist fast Level 2, das ist nice. Wirbelstock macht sich auch gut. Und du bist immer noch hier. Du kannst auf der World Map auch jederzeit. Ah, okay. Oh. Ein Treffer bei allen. Kann auch jeder tragen. Ja, ich geb's ihr. An sich hätte sie den meisten Nutzen ja von. Ich geb das mal ihm. Ne, warte, das. Oh, das setzt seine Verteidigung runter. Hier seine Attacke. Hat sie sogar tatsächlich am meisten von. Einfach weil es bei ihr nichts runtersetzt. Lohnt sich nicht, ist schön dazu. Ja, aber es ist das Einzige, wo es nichts runtersetzt. So richtig hart. Und das hier lohnt bei ihm noch. Habe ich dreimal Armreif. Wenn ich ihm das Ding gebe, geht das einfach mal von 7 auf 2 runter. Nur damit der Schaden um Prozent steigt. Ich weiß nicht, ob das lohnt. Deswegen gebe ich das lieber erstmal ihr, so just in case. Aber bei ihr geht nichts runter. Deswegen gebe ich es jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob 20% aber mal mehr ist als 5 Punkte. So. Schubidu, Schubidu, wer so gern wie du. Na, kommt das Vieh nochmal? Nö, okay. Aber ich werde hier nochmal angegriffen. Na dann. Wenn es weiter nichts ist. Ach, nochmal so ein Knödel. So ein Knödel-Goblin. Und Slam. Wirbelstock. Stock. Wobbel. Das ist so gut wie kein Damage. Auch süß. Na, wie viel Schaden macht das jetzt? Ja, nicht wirklich viel mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, wenn ich es Start gebe, dass du wirklich. Ja. Ne? Deswegen, ich lasse das mal so, wie es jetzt ist. Vulkan! Vulkan! 31. Boah. Nicht gasen. Vor allem nicht. Hat er nicht vergiftet? Nö. Okay. Es ist wenigstens ein bisschen Damage jetzt bei ihr. Das nächste Level. Leveln ist ja hier echt. Holla die Waldfee. Da brauchst du echt immer einiges für. Da wird ja mal einiges verlangt, ne? Du Scheiße, es geht ja noch weiter hier. Ist ja noch mehr Höhle. Squeak. Oh, ein Heiltrank. Nice. Kann ich immer gebrauchen. Schmeckt immer gut. Schmeckt nach Erdbeer. Und 50G. So kurz vor der Stadt.
so kurz vor der Stadt kommt nochmal so ein so ein Knödel. Ein so ein Popel. Uga. Uga, Uga. Ja, jetzt ist sie nicht mehr immun gegen den Scheiß. Jetzt hat sie erstmal Husten. Okay, das tut aber nicht viel. Vergeht. Wird eigentlich Gift und all sowas hier, so Statuseffekte übernommen? Über 9 RPGs vermisse World, man hat immer so viel Charme. Generell gibt es viele Sachen, die heutzutage in RPGs nicht mehr gemacht werden, die eigentlich jede Menge Charme hatten. Das ist eigentlich schon schade. Also generell das Genre von rundenbasierten RPGs. Es stirbt leider so ein bisschen aus. Deswegen, ich hatte mal wieder Bock auf so ein richtig klassisches, rundenbasiertes RPG. Und es scheint tatsächlich ja heute auch Anhang zu finden. Also es scheint ja nicht schlecht zu sein. Von daher. Ich habe nämlich befürchtet, dass das so ein richtiger Mega-Flop wird, wo niemanden interessiert. Oh mein Gott, ist das Lovitz? Oh, Sir Lovitz, bitte lass mich noch ein Porträt von euch zeichnen. Alter, er ist voll beliebt hier. Oh ja, Persona 5. Hab ich leider nicht. Ich hätte es gerne. Oh, bewegt euch nicht. Bin gleich fertig, nicht bewegen. Aber ganz ehrlich, ich finde das Outfit von Tart irgendwie cool. Oh Mann, meine Alte, mach doch hin. Wir müssen hier die Welt retten und du machst so einen Scheiß. Nur schon fertig. Geil, jetzt habe ich ein Porträt. Ein bisschen zu gut drauf aus. Nein, findest du nicht? Danke, ich werde es in Ehren halten. Okay. Okay, cool. Ich habe gerade. Hat die Frau hier auf dem Bild eine Toilettenrolle auf dem Kopf? Leute sitzen, um sie hier malen zu lassen. Ich guck gerade, ob ich hier noch irgendwo was finde, aber. Scheinbar nicht. Hä? What the fuck's that shit for? Okay. Merkwürdig, aber okay. Bravely Default. Da habe ich gehört, irgendwie das Spiel soll irgendwie einen ziemlich krassen Fehler haben. Irgendwie, dass das Spiel sich einmal komplett wiederholt. Aber es kann auch sein, dass ich da falsch liege. Das ist eine schöne Stadt eigentlich. Snaps, sehr guten. 100 Gold pro Flasche, möchtest du? Warum nicht? Ich hab Geld gerade über. Guten Snaps! Ja, da wird schwer, der Waffenstillstand gebrochen hat. Alter, er ist so ein Arschloch. Okay, hier können wir speichern. Was kostet denn pro Nacht? Bleibt ihr? Komm, einmal heilen. Erstmal Alkohol. Was bringt der Alkohol denn jetzt? Die ist immer noch vergiftet. Ach du Scheiße. Ich dachte, dass. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das. Dass sich das weiterzieht.
Ist das jetzt ein... Ist das ein Key-Item? Okay, ich habe auf jeden Fall Alkohol. Dann scheint es ja wichtig zu sein. Ich bin im Kampf gefallen, mein Enkel auch. Nee, sind mir. Alter, sind ja richtig gut drauf, die Leute hier. Wie geht's Ihnen? Eine Tante hat sie gesucht. Ja. Haben wir den Standladen? Oh ja, doch. Oh, please, yes. Erstmal verkaufen. Brauchen wir nicht mehr. Dass man das echt so machen muss. Okay, this is tedious. Ey, caramba. Okay, warte, was können wir denn hier kaufen? Heiltränke, mal wieder aufstocken erstmal. Ja, ach, das ist gut. Hebt Angst. Speer der Kälte. Alter, was? Ich hole mir erstmal nur so ein paar Sachen, wo nach Spaß klingt. Cool. Alter, die hat ein Skelett. Die hat ein fucking Skelett in ihrem Laden. Freue mich auf Dragon Quest 11. Alles schön rundenbasiert. Bei Dragon Quest habe ich mal versucht, mich anzufreunden mit. Ich habe mal die Reise des verwunschenen Königs gespielt irgendwie. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, das Spiel... Das war irgendwie nicht meins, böse gesagt. Ach, guck mal, hier im Brunnen war Stardust. Warte, sobald ich König Albert alles mitgeteilt habe, werde ich zu Hause einen Besuch abstatten. Als Ritter muss ich Prioritäten setzen. Wenn du meinst. Okay, hier wohnt er also. Sind wir jetzt ein Stardust Crusader? Weil wir Stardust haben. Und die Leiter ist umgekippt, also kann ich sie nicht. Kann ich da oben nicht zur Kiste. Die Musik ist nice hier. Das ist so diese typische ja, Dorfmucke, sag ich mal. Nennen wir es jetzt einfach mal so. Aber irgendwie hat's was. Ist irgendwie nice. Ach, guck mal, ein alter Mann. Star, das wird Wunschstein genannt. Name schon seit. Glaubt, dass er seinen Besitz an Wünsche erfüllt. Ja, Mensch, ne? Ich meine, ich hab einen Star. Ich hab Stardust. Priorität im Bericht erstatten. Vorher. Alkohol. Was ist denn jetzt da unten noch? Da bin ich ja neugierig jetzt. Das sieht aus, als wäre es unter dem Brunnen. Die Snaps. Ach, schau mal, na guck. Oder auch noch Guder. Oh, Snaps geben? Guder, wie geht's dir? Okay. Nehmen wir mir. Guck mal, der hätte sonst hier den Weg blockiert. Okay. Oha. Oha, geil. Wir kommen direkt in den Dungeon. König Alberts geheimer Sex-Dungeon. Vielleicht nicht unbedingt, aber es sieht mir schon nach... Ich wollte gerade sagen, das sieht doch nach danach aus. Geld. Da geht's lang und da geht's lang. Es geht in beide Richtungen. Hier. Kriegen wir nicht auf. Kriegen wir nicht auf. Mano.
Also auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo der Snaps hin ist. Wenn wir jetzt noch rauskriegen, was wir mit dem Porträt von uns machen sollen, also von vom guten Slam. Ach hey. Ach du wie bin ich denn hier gelandet? Bin ich jetzt wieder... Oh shit. Hab gleich gesehen, wo ich bin. Okay, da. Aber es sieht nicht aus, als könnte ich hier was machen. Wahrscheinlich echt irgendwie Sidequest City. Also viel spätere Sidequest City. Es sei denn... Nö, ich kann da nicht runter. Okay. Wahrscheinlich, wird wahrscheinlich später nochmal wichtig sein. Muss zugeben, dass ich auch gerade keinen Plan habe. Also super. Wenn jemand, der das Spiel schon gespielt hat, keinen Plan hat, wofür das ist, dann ist ja super. Nein, doch nicht wieder zurück, du Doofkopf. Du Doofkopf, du. Du doofen Kopf. Na gut, dann wissen wir jetzt ja, wo wir hin müssen. So in etwa. Hab nie Sidequests gemacht. Ja, dafür bin ich immer zu neugierig. Aber ich meine, da unten... Es ist ja da unten gewesen. Oh, Waffenladen. Ich würde mal echt zu gern wissen, warum das Ganze default auf nichts kaufen ist. Schurkenpfeil. Ah. Ein Schuppenpanzer. Habe ich das jetzt auf beiden? Leichter Helm. Ah, so. Panikschutz, Benommenschutz. Achso, das ist jetzt sowas hier. Na, wisst ihr was? Komm, ich bin ja nicht so... Das gleich ausrüsten, ja. Habe ich jetzt alles richtig gemacht? Ich hoffe doch. Ja, er hat den Schuppenpanzer, er hat den Schuppenpanzer. Okay. Funkenpfeil. Aber wir haben noch Geld über, ne? Vor allem, wenn wir jetzt unseren alten Kram verkaufen können. Was war das, was wir nochmal nehmen konnten? Ne, nicht der Helm. Ach ne, sie hatte doch... Hey, Frederick! Na, passt schon so. Passt schon. Was zu groß für mich. Ach. Okay, Stardust ist ja mal überall. Ich klicke eigentlich nur random durch die Gegend und ich krieg das Zeug. Der Shit ist ja mal überall. Ist ja wie die Maler, möchtest du etwas? Alter, ja, so verkaufst du deinen Scheiß, Junge. Das musst du vorher ansagen. Weißt du, über den... Oder man dann der fünften Ritter schafft. Was weiß ich denn? Was weiß ich denn, du Schnabeltasse? Ich meine, ich finde es ja cool, dass du hier überall bei den Leuten einbrechen kannst, ne? Ein Loch in der Wand, so ein Durchgang für Mäuse. Ah, ich kann mir also später in eine Maus verwandeln. 50 Stardust? Oh mein Gott, das ist eine Menge Stardust. Eine Menge Stardust Crusader.
Oha. Okay, was ist hier unten? 50 und du wirst zum Stardust Crusader. Dann kannst du dich aufmachen und Dio bekämpfen. Was für Level, sind wirklich Leben zurückgekommen. Ja, ich finde es immer schön, dass Leute so ein Vertrauen haben. Ja, leck mich doch am Arsch. Jetzt gar nicht kaufen müssen. Ach. Leck mich doch am Arsch. Wow. Achso, der Pfeil ist da auf der Seite. Mann, weißt du, kaufe ich teuer was für die Frau und dann... Ja, bringt einem den... Ach, guck mal. Schau mal, na guck. Jetzt könnte man da runter. Aber ich bin jetzt gerade hier. Ich renne jetzt deswegen nicht extra zurück. Nächste Saison erst Stadt erkunden, dann shoppen. Ja, doch. Sollte ich vielleicht tatsächlich mal machen. Ich hätte halt nicht gedacht, dass ich denn das... dass ich den Kram denn hier so einfach finde. Achso, und hier ist dann der Weg wieder. Truhe! Squeak! Ach, Mann. Na gut, können wir immer noch verkaufen. Ist ja nicht so tragisch. Achso, weil da einfach... Die Pfeile sind gerade noch ein bisschen verwirrend irgendwie. Aber hier ist überall Zeug. 100 Gold. Ich nehme einfach euer Gold. Wie wäre es damit? Mein, hope you don't mind. Und wer bist du? So, sehr, sehr willkommen, dein Lebende. Wieso glauben die mal, er ist tot? Ihr seid mir alle suspekt. Ihr wolltet ihn doch alle krepieren lassen, ihr Schweine. Zu viel Spaß hier dran, den ganzen Ort zu erkunden. Guck mal, noch eine Kiste. Mit einem Aktivring. Erstmal den Soldaten Sold klauen, ja. Verhindert Ausnahmezustand. Entmutigung. Mal ihm geben. Das Dart halt unermüdlich. Das sind alles Statusveränderungen, wo wir so noch nicht gefunden haben, aber... ihr wisst ja. Ich bin ja lieber so better safe than sorry. Schon das mit Catherine 2 oder Catherine Full Body mitbekommen? Nö. Ich habe den ersten Teil nicht mal gespielt. Oha. Ich bin das Oberhaupt der ersten Ritterschaft. Lavit Slambert. Werde aus der Schlacht zurück. Oh, Lavit. Ich war schon etwas beunruhigt, da ich hörte, du seist vermisst. Oh, bitte, macht es euch bequem, ihr alle. Eure Hoheit. Es ist mehr, als ich verdiene. Minister Norse. Es ist wahr, Eure Hoheit. Sowas bestürzt, dass er sich nicht einmal mehr um die Stadtangelegenheiten kümmern konnte. Und Neus! Neus! Bitte verspottet mich nicht. Lavitz ist ein Freund aus Kindheitstagen und ein Meister der Kriegskünste. Mit ihm auch sei so, wie du gewesen, ne Dinge. Und beim ersten Ritterschaft geschlagen war, wurde ich von Sadora gefangen genommen und gegen meinen Willen ins Gefängnis von Helena festgehalten. Was? In Helena? Möchte ich gerne einen schlechten Witz rausbringen, als ob ich dich davon abhalten könnte. Aber dank der Heldentat dieser jungen Mannes gelang mir aufzubrechen. Lass mich euch diese Leute vorstellen. Dart und Shada, sie sind aus Celes. Ich danke euch vom ganzen Herzen, dass ihr Lavitz gerettet habt. Lasst mir euch meine Dankbarkeit zeigen und sagt mir, ob ihr etwas benötigt. Schöne Schnitzel, ein Drink.
möchte um einen Gefallen bitten. Ist es möglich, Shana in diese Burg in eure Obhut zu lassen? Was? Scheiße, aber das Sandora-Reich sähe jetzt nur angegriffen, um Shana zu entführen. Sie könnte jederzeit hinter Shana her sein, wenn ich daran denke. Ist das der Grund, warum du mich hierher gebracht hast? Ach, Menschen. Ich kann mit Dart Schritt halten. Kannst du nicht, sorry. Darauf habe ich hingearbeitet. Wir können die Zeit, die wir getrennt waren, nicht mehr rückgängig machen. Aber jetzt will ich immer mit dir zusammen sein. Nur schnucklig schon. Leider kannst du sie nicht hier lassen. Schöner König. Das Sandora-Reich hat jetzt die Macht des Drachen. Scheiße, Drache erwache und so. Das ist in die Offensive gegangen. Wir halten die Front in Hoax. Wenn der Drache aber auch nur in geringsten Bahnen fliegen kann, dann kann er die Burg direkt angreifen und meine Lebenspunkte direkt angreifen. Wir können sie dann nicht mehr verteidigen. Noch nicht einmal mit Schutzschilden. Oh, sorry. In Sarido ist jetzt kein Platz mehr sicher. Außerdem weißt du ja, wie du dich empfindest oder etwa nicht. Shana, vielleicht wird es jetzt noch gefährlicher werden. Da zu leid bei dir sein kann, macht mir das nichts aus. Gut, ich nehme meine Bitte zurück. Aber noch etwas. Ich würde Minister Noyce gerne noch etwas fragen. Frag mich, was du willst, mein Sohn. Mein Kopf ist voll von Legenden und Geschichten des Endiness-Kontinents. Ich habe auf meiner Reise nach dem schwarzen Monster gesucht. Das schwarze Monster. Das Monster, das vor 18 Jahren Nid angegriffen hat. Ich weiß nur, dass es sich um meine Eltern und mein Heimatdorf gebracht hat. Du warst ein Opfer des Teufels. Ich möchte alles erfahren. Bitte erzähl mir mehr. Erzähl mir davon. Es gibt noch kaum Informationen darüber. Alles, was mit ihm zusammenhang, stand, wurde in Schutt und Asche gelegt. Ich weiß nur, dass das schwarze Monster als Teufel bekannt war, der großen Allmacht nicht gehorchte, und wird gesagt, dass er den Gott verschlungen hat. Dass den Gott verschlang? Ja, und überraschenderweise taucht es in der Geschichte schon vor 11.000 Jahren auf. 11.000 Jahren in der Drachenkrieg? Ihr habt völlig recht, eure Hoheit. Ich werde dir stattdessen über den Drachenkrieg berichten. Oh shit, jetzt geht's ab. Pass auf, jetzt kommt der weiße Drache. Pre-rendered Cutscene mit noch einem anderen Format. Sie herrschten über alle Lebewesen und hielten sie als Sklaven. Sie lebten wie die Götter. Und es war eine Schreckensherrschaft. Eine abscheuliche Sklaverei. Der Hass der Sklaven brach aus wie ein verzehrendes Feuer. Dann fegte ein Wind über die Erde, der die Flammen in einen Feuersturm verwandelte. Der Herr des Sturms war Kaiser Dias. Ihm dienten 7 Dracheninkarnationen. Ihr Mut riss das Volk mit und es rebellierte. So begann der Feldzug der Drachen. Es war ein grausamer Krieg. Beide, Binglis und Menschen, erlitten schreckliche Verluste. Nach einer langen Zeit der Qualen gewannen die Menschen die Oberhand. Das Zeitalter der Menschen begann. Scheint mächtiges Monster zu sein, um einen Gott zu töten. Nicht unbedingt. Schau dir Dragon Ball an. Da kann das offenbar jeder. Schwarze Monster schien aber nach dem Drachenkrieg. Entschuldigung, Sir. Zeit für die Kriegssitzung. Oh ja, sag ihnen, wir kommen sofort. Dort, Shana, für diejenigen, die kein Zuhause mehr haben, wird dies ein besonder harter Krieg werden. Die Burg ist jetzt sehr ruhig. Es ist der beste Platz, um über die Zukunft nachzudenken. Es ist das erste Mal, dass wir auf einer Burg sind.
Neben diesem Zimmer gibt es einen Platz mit einer schönen Aussicht. Viel Vergnügen. Okay. Wenn du jetzt auch noch sagst, ihr habt eine Glotze mit Netflix, dann weiß ich, was abgeht. Die Aussicht von der Burg, ich verstehe. Bitte entschuldigt mich. Okay. Sie ist so hastig. Bitte entschuldigt mich auch. Wer ist allein? Jopp, ich bin allein. Allein auf Level 6. Ich kann hier hin, also gehe ich hier hin. Wow. Dieser tapfere Mann aus Seles, da komm ich doch ruhig in die Hand, du darfst in die reingehen. Hui! What the fuck? Ich wollte mich doch nur umgucken. What the fuck? Hä? Das ist einfach nur ein Notausgang, what the fuck? Der Typ hat als Notausgang eine Rutsche. Ich meine, ihr kennt das ja auch, weißt du, manchmal brauchst du einfach so diese extra Portion Spaß. Und offenbar ist der Kerl so einer, der braucht offenbar so eine extra Portion Spaß. Sieht echt nice aus. Von hier können wir ganz Basil sehen. Vielleicht können wir sogar Sales sehen. Sales liegt hinter dem Berg. Außerdem können wir es nicht sehen, weil wir so weit... Ich hoffe, wir sind alle wohlbehalten. Ich bin sicher, dass es ihnen gut geht. Ja, es geht ihnen gut. Nach den Aussagen meines Beraters sind die meisten Dorfbewohner wohlauf. Wirklich? Oh, ich bin erleichtert, das zu hören. Aber es wird ein bisschen Zeit brauchen, um das Dorf wieder aufzubauen. Nee, wirklich? Ich dachte, ihr holt den Bulldozer und sagt, ihr kommt mal neu. Das ist immer noch gut. Ich werde alle wiedersehen. Aber wir haben auch schlechte Nachrichten. Sandora bereitet sich darauf vor, uns anzugreifen. Sie planen den Drachen für den Angriff auf Hoax einzusetzen. Ein Drachen? Dieses Monster in die Schlacht loslassen, wird es ein Völkermord werden. Unsere Aufgabe als Ritter ist es, ihn aufzuhalten. Ich gehe jetzt nach Hoax. Das Halten der Front wird die Zukunft von Basil bestimmen. Das ist doch ein Hoax. Hey Phoenix. Ich habe nur für mich selber gelebt. Ich habe geglaubt, dass ich es alleine zu Ende bringen muss. Auch wenn ich dafür Shanna und die restlichen Bewohner des Dorfes zurücklassen musste. Und als ich zurückkomme, schau dir das an. Ich habe fast wieder meine Heimat verloren. Lavitz, ich gehe mit dir nach Hoax. Ich will kein sinnloses Blutvergießen mehr mit ansehen. Was mit dem schwarzen Monster? Wir müssen zuerst den Krieg beenden. Dort ändert seine Meinung nie. Natürlich werde ich auch mitkommen. Ich kann den Krieg genauso wenig ertragen. Ich kann auch kämpfen. Kinder. Oh, Kinder, 3 Uhr morgens. Sei es beschlossene Sache. Jetzt sollen wir uns vorbereiten. Na, dann lass uns jetzt nach Bale gehen. Dort gibt es einen Krämerladen, Waffengeschäft und mein Zuhause. Ich muss meine Mutter kennenlernen. Sie wird glücklich darüber sein. Sie hat schon lange keinen Besuch mehr gehabt. Die Musik ist gerade episch, ey. Aus. Musik leer. Na gut, ich könnte jetzt auch die Rutsche benutzen.
Oh, was mich jetzt hier gerade mal erinnert. Kennt einer von euch das Spiel Vagrant Story? Hat das mal einer von euch gehört, das Spiel? Weil, ich hab das. Zwar nicht original für die PS1, aber ich hab's auf meiner PS3 als Download. Kann das einmal empfehlen? Ist das gut? Okay, hier waren wir noch nicht. Ah, cool. Der kleine Schwester liegt da oben. Bitte Ruhe. Sag mir nichts, nur vom Namen. Sehr schön. Keiner kennt's. Sollte ich also irgendwann mal Vagrant Story streamen? Niemand kennt's. Nice. Oh, das ist ja toll. Soll ich mich schon mal holen? Ja, jetzt muss ich fragen, ob ich reinholen wollte, innere Tür. But how about fuck you, though? Möchte wieder gesund sein. Das ist schon deprimierend hier alles ein bisschen, ne? Also wie gesagt, ich hab das auf meinem, Behandlung kostet... Ach so. Nö. Ja, Blödsinn. Ist das auch ein RPG? Ich glaube. Also von dem... Das Schlimme ist, Make hat's damals gemacht. Und ich erinnere mich sehr wenig, ehrlich gesagt. Ist jetzt ja auch schon einige Jahre her. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt wieder dahin? Bücherei, okay. Na gut, man sucht ja was aus. Ist ein das ist aber ein Hase. Ist hier oben irgendwas? Außer... Filler. Na okay. Ein Action-Rollenspiel und Dungeon-Crawler. Ja, irgend sowas war da. Eben als ich den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, du spielst Spyro. Ja, nie alles, was hier mit dran zu tun hatte, sind's denn Spyro. Just saying. Gibt noch andere Spiele mit Drachen, auch wenn das Spiel hier bislang relativ mittelmäßig mit Drachen zu tun hat. War das jetzt? Ja, hier, genau. Mutti, bin zu Hause. Mama, ich bin zu Hause. Oh, Lovis, du bist es, Lovis. Hab mir Sorgen gemacht, hab ich schon lange nicht mehr von dir gehört. Der Widerstand Sandoras war stärker, als ich gedacht hatte, aber keine Sorge, wir haben sie besiegt. Mein Vater wäre stolz, das zu hören. Was ist mit dir passiert? Was ist... Wie? Lovitz, was ist mit Helena? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Du Spaß. Weiß nicht, wovon er spricht. Habe ich auf PS3, also mir hat es Spaß gemacht. Okay. Oh, schon glücklich, dich wieder zu Hause zu haben, aber... Du hast deine Braut mitgebracht, mein großer... Mama, sie ist nicht meine Braut. Sei so schüchtern, weißt du? Ist schöner. Oh, mein Sohn ist ein bisschen schmieriger und starkköpfig, aber ein richtig netter. Ist er gar nicht. Na dann, viel Glück. Meinst du das wirklich? Da, sei nicht so töricht. Das ist scheiße, Staatsfreunde. Was? Entschuldigung, bitte, ihr müsst es klarstellen, sonst würde es sie verletzen. Ich werde es euch jetzt dann sagen.
Das bedeutet, ich bin deine Freundin? Wie gesagt, deine Schwierigkeiten bekommt. Wie sie. Kannst du endlich Enkelkinder im Arm halten? Ein Kind mehr. Ja, ich weiß. Und läuft so die Lippen. Nun, hat mir da vorne Hax! Verzeihung, also muss ich schnell wie möglich gehen. Gut, ich verstehe schon. Ich hab ein Bild! Ich hab ein Bild von dir! Und zum Mittag kannst du noch essen. Du wirst bald fertig sein, Liebling. Ich helfe ihn. Oh, du brauchst nicht. Okay. Was können wir zum Mittagessen machen? I wonder what's for dinner. Alter, what the fuck? Habt ihr echt kein Bad? Ich wollte gerade sagen. Oder irgendwas, wo ihr... Ne. Felsensuppe. Es gibt nichts Besseres. Erstmal Oma looten. Alles verstaubt. Das ist ja scheiß gut. Ja, da macht sich nützlich. Okay, das ist cool. Ich habe keine Ahnung, wo sie auf einmal hin ist, aber... Nein! Langsam aber auch Hunger. Ja, das ist noch nicht so fertig. Was sollen wir machen? Sollen wir ihnen helfen? Lass uns mit Schwertern üben, Nickerchen machen. Zeig mir dein Haus. Das ist interessant, aber wir können etwas Zeit damit totschlagen. Schau dir an, was immer du willst. Ich werde dir darüber etwas erzählen. Okay, erzähl mir... Hier ist mein Zimmer. Alter, dein Zimmer ist scheiße. Da ist ein Riss im Kissen. Hast du dein Schwert herumgeschlagen oder mit etwas anderem? Oh. Oh. Nein, ich habe gemessen, wie groß ich bin. Da wird zwar auch mal klar ein Kind. Was meinst du damit? Ich finde die Interaktion zwischen den beiden irgendwie echt cool. Das war das Zimmer meiner Eltern. Seit mein Vater im Krieg umgekommen ist, ist das Zimmer meiner Mutter. Hier die Bibliothek. Hier gibt es viele Bücher über strategisches Vorgehen. Interessiert sich das dort? Das ist mein schwacher Punkt. Was machst du? Komm her. Oha, geheime Räume. Ich zeig dir meinen Schatz. Schatz? Oh shit. Laves Pornosammlung. Sein Pornodachboden. Hier ist mein Schatz. Wo bist denn du? Bitte schau ihn dir an. Alter, wo... Achso, ich hab das jetzt erst gesehen. Oh. Ah ja, fällt meinen guten Ausblick auf Indelsburg. Als ich jung war, habe ich diesen Ausblick jeden Tag gesehen. Ich wuchs auf diesen Dächer immer. Ich werde ein berühmter Ritter, wie mein Vater, und ich werde das Land beschützen. Mein Traum ist wahr geworden. Ja, aber die Realität ist viel härter, als ich es mir damals vorgestellt hatte. Umso mehr bin ich davon überzeugt, dass mein Vater ein großartiger Mann war. Und sein Gesicht knautscht sich einfach nur zusammen. Ich würde alles geben, um dieses Land zu beschützen. Meine Leidenschaft für dieses Land ist genauso groß wie deine für Shana. If you say so. Ich kann mich nicht zurückhalten. Du hast dein Leben riskiert, weil du weißt, wie wichtig Shanas Leben ist.
Du warst kein törichter Draufgänger, als du nach Helena gewagt hast. Jetzt ist Cerido in Kriegswolken bedeckt. Du bist der Einzige, der Shana schützen kann. Das weißt du doch. Ja. Da, David, es ist fertig. Nun, die Prinzessin braucht uns. Achso, ich dachte, er morpht wieder mit mir. Prinzessin? Ja, die kleine Schwester für mich. Das ist mir immer ausgezeichnet, Mama. Ja, zwar gerne, aber ich wäre viel lieber, du würdest eine Braut suchen und nebenbei niederlassen. Klar, Shana, wir müssen noch ein paar Dinge kaufen, bevor wir abreisen. Lasst uns gehen. Müssen wir nicht, ich hab schon. Okay, dann. If you say so. Muss ich echt noch einmal? Ich hab alles. Ich bin ausgestattet. Ich hab aber langsam echt Hunger. Also ja, ich glaube, so lange meine ich nicht mehr. Vielleicht noch eine knappe Dreiviertelstunde und dann, ja. Ich meine, ein bisschen abrunden kann nie schaden. Er wollte nur weg. Also kann ich jetzt einfach gehen quasi wieder auf die World Map? Und dann sagen, so, lass nach... Was? Oh ja, okay. Bash! Okay. Boah, blind oder was? Was redest du? Du hast mich doch angerempelt. Keine Entschuldigung, nimm mich für einen Mann. Brüll nicht, es stimmt, du Faggot. Will dir nicht ruhig sein, Baby schreit. Oh, Entschuldigung, ich war zu laut. Oh, das Baby. Hat sie Angst? Oh, wir müssen gehen, Baby. Keine Zeit zu verschwenden. Ich glaube, das war eine Frau. Don't mind it. Was war das? Keine Ahnung. Ich meine, wir hätten noch mal in den Untergrund gehen können. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Aber egal. Kommt da wahrscheinlich sowieso ja noch mal hin. Ein einziges Schleimvieh, echt jetzt, das, damit wastet ihr meine Time. Donnerpfeil! 13, ganz nett. Ich merke, wir waren jetzt echt lange in der Stadt unterwegs. Down, 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 down. Muggy Didi Wug. Wow, das sieht cool aus. Wer wagt es, mich jetzt zu nerven? Noch ein Glibbermonster, na dann. Wirbelstock! Stock! Alter, voll gegoopt hat er sie. Voll angegoopt. Voll ekelhaft. Oh, Vulkan! Hat zwar nichts mit dem Vulkan zu tun, aber nicht schlimm, ne? Ich mag immer diesen Jingle, der dann läuft. Dieses D-D-D-D-D-D. Oh. Stadthugs! Das ging schneller als erwartet. Ich dachte, dafür müssten wir jetzt wieder durch so einen Sub-Dungeon und hast du nicht gesehen. Nö, offenbar direkt Hoax. Direkt Hoax.
Gehen wir zuerst in die Zentrale. Caesar! Oh nein. Und der 8. Ritterschaft wird schon uns warten. Ist das wirklich eine Stadt? Naja, ne. Sieht wie eine Festung aus. Der Krieg hat alles verändert. Was bestimmt niemand wollte, dass wir haben, aber es nicht verhindern können. Konzentrieren wir uns auf unsere Verteidigung. Stusch. Alles klar, Angel. Bis denn. Ich find's immer geil, wie ich instant den richtigen Dings treffe. Caesar! Lange nicht gesehen. Wie sprechen wir den jetzt? Lavritz, willkommen. Deine Ritterschaft war... Ja, war mein Fehler. Euer Tod wird deinen Träumen meiner Kompanie deinem Ende bereiten. Bist du jetzt wie Chris? Muss ich dich jetzt so sprechen? Ich werde mal ihre Träume in den Taten umsetzen, Krieg beenden. Ja, dann bin ich morgen tot. Nur nicht bevor unsere Träume wahr geworden sind. Stimmt. Ich habe zwei starke Helfer mitgebracht, Dart und Shanna. Beziehungsweise ein. Oh, du bist der berühmte Mann, der Lavritz gerettet hat. Ich bin Caesar! Der Anführer der 8. Ritterschaft. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe keine Ahnung, wie er ist, deswegen ich muss mir einfach irgendeine random Stimme aussuchen. Kannst du mir sagen, wie es für uns aussieht? Wir bereiten uns immer noch auf den Überraschungsangriff der Sandoras vor. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie laut unserer Information einen Drachen einsetzen wollen. Es ist besser, hier alles abzuwarten, wie sie vorgehen, als einen Drachen anzugreifen, den wir nicht einschätzen können. Damit alles davon abhängt, wie schnell wir den Vorstoß des Feindes ausmachen können. Großartig, ihr habt in der Tat recht. Dort, Lavritz, warum übernehmt ihr nicht die Nachtwache? Es ist keine gute Idee, Shanna mitmachen zu lassen. Kannst du das Abendessen für die Ritter vorbereiten? Alter. Essen vorbereiten? Okay. Dort, dir wird es schmecken. Oh. Ist dir das recht? Frag mir, wie sie das schaffen will. Da wird Mutter an mir gelobt. Aber früher... Ich mag die Mutter. Ich habe nur Spaß gemacht. Schau dir weiter, wenn er streiten, vertieft deine Beziehung in vielerlei Hinsichten. Caesar, warum stiftest du denn noch mehr Unfrieden? Ich wollte nur versuchen, sie ein bisschen aufzulockern. Alles klar, ich will dort und die anderen in den Hawks umschauen. Nachtwache müssen im Ort vertraut sein. Wenn ihr euch gesehen habt, kommen wir zurück. Lavritz, bleibt bei mir. Ich möchte mit dir über Kampfverhältnisse sprechen. Nun, sollen wir? Vertragt euch! Ja, ja. Ja, ja, ich leg mich um. Okay, was haben wir denn hier alles? Die Musik ist echt irgendwie cool. Der Maus komplett geschützt. Mit mehreren Ausgängen. Der Fall zur Spielerkeit bereits verloren. Warum müssen wir eine Sekunde lang aufmerksam bleiben? Wieso habe ich das Gefühl, dass es hier schlicht und ergreifend nachher passiert, dass es irgendwo irgendwas alles tot basht? Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Oh, es ist 7. Fort in Marschland. Wir sind in beiden Verdammungsstellen des Königs basiert. Cool. Da unten ist eine Truhe. Das ist viel wichtiger gerade. Squee? Ein Heiltrank. Kann man nie genug haben. Möchte vom Drachen vielleicht trägt durch Kyle in Sondora, ein legendäres Wesen, kann unmöglich leben. Was meinst du jetzt? Ich meine, ich hab so ein Ding gesehen. Es sah zwar aus wie ein übergroßer Käfer, aber meine Güte, ne? Oh, habt ihr Katapulte? Oh, ihr habt Katapulte.
Scheiße, die haben Katapulte. Dachboden? Anscheinend. Echt, die Musik ist nice hier so. Ja, schön. Du bist der Erste, der sterben wird. Oh gut, wir haben Gäste. Ich heiße Dart. Ich nehme eine Zeit lang an der Verteilung von Hoax teil. Wir beide? Wovon redest du? Ja, wir sind... Das ist noch nicht so weit. Alter, man so eine berühmte Hebamme, um ein paar Ratschläge für Geburt seines Babys zu bekommen. Na, wie dem auch sei. Er bekommt, könnte jederzeit wiederkommen. Und König Alberts Hebamme. Hast du das Land schon vor dem Krieg gekannt? Ja, schon 20 Jahre her. Merlige König Carlo verstarb mit seinem jüngeren Bruder. Döll wurde abtrünnig, aber scheint könnte er es nicht ertragen, dass seine Hoheit Albert, der damals erst 6 Jahre alt war, König wurde. Aber er hat gekniffelt, so sind halt die Regeln. Seine Hoheit Döll und seine Hoheit Carlo standen sich sehr nah. Frage mich, was geschehen ist, dass sie sich so verändert haben. Wir müssen jetzt gehen. Dann strengt euch mal an. Ich brauche Zeit zu wiederkommen. Ich brauche bedeutet, dass wir eine Hebamme brauchen. Au! Danke. Wir haben Glück, Dart. Alter, hat sie mich voll weggebasht. Toller Kabi. Alter, die Frau mich voll weggebasht. Aber richtig. Das war ein richtiger Critical Hit. So, immer mal gucken, wie kommen wir denn jetzt hier. Ach, da oben können wir noch lang. Na. Okay, da in dem Haus waren wir. Ich finde es immer geil, wie Türen einfach wegen unserer Aura auf und zu gehen. Ein Amulett, das meine Tochter gegeben hat. Oh! Ja, Foreshadowing. Ja, Gott glauben, erlöse uns von den Schmerzen. Der Krieg ist die Prüfung des Gottes, wir müssen gemeinsam durchhalten. Ja, geil, wir haben einen Kampfpriester. Der Rücken vom Vulkan, Velude, soll schnell. Geil, wir haben einen Haufen Psychopathen hier. Das kann ja nur schief gehen. Das kann ja nicht gut gehen. Oh boy. Leute gern manipuliert, wir können nicht so eine Rede überlassen. Können wir nicht. Ich meine, wir können. Ist weniger gesund, aber wir können. Oha. Oh, ich würde gerne Lohan einkaufen gehen. Cool. Er war in der Stadt, wurde zum Schutz tierischer errichtet, aber er ist mal im Menschenfern. Ja, super. Oh, da ist noch eine Kiste. Squee! Engelsgebiet. Noch mehr Highlights. Sie haben noch nicht einmal eins gebraucht. Gondual, sagen wir mal so. Drachen. Und Drachen. Und Drachen. Und dann geht es auch noch mal teilweise um Drachen. Habt ihr genug gesehen, Wachposten bringen? Wir haben genug gesehen. Gerade unsere Sitzung beendet. Ich werde euch dann auf euren Posten bringen. Bisher Krieg beenden, ja. Also, um es kurz zu fassen, da ist böser Krieg. Die haben Drachen, wir haben sie nicht. Ich möchte euch beide bitten, den hinteren Tor zu bewachen. Das ist am Ende der Treppe.
Okay, Chef. Achso. Alles klar, Meister. Ich bin gekommen, ihn abzulösen. Du kannst uns vertrauen. Jawohl, Sir. Das war einfach. Pandora wird bestimmt in der Nacht angreifen. Wir werden uns bis zum Morgen nicht ausruhen können. Ruh dich noch aus, solange es hell ist. Speicherpunkt wäre nice gewesen. Ist außergewöhnlich ruhig heute Nacht. Wenn der Drache sich nähert, werden wir das sofort hören. Wieso das? Also ich normalerweise im Wald, also, ne, so ein Drache, die Nachteulen schrien, ist das Zeichen, dass niemand im Wald ist. So, ich werde mir was zu essen holen. Machst du dir Sorgen um Shana? Das nicht. Nimm mir was mit. Okay, dann. Man hört so dieses... Ne? Die Eulen. Oh oh, shit's going down. Alter, Feinkorn! Oh, Alter, der Typ hat ein Riesenschwert! Oh shit! Bitte scharf vorrücken, sicher das Tor! Kümmere dich um die Verletzten! Ich bin selber verletzt, Dipshit! Ich will sie zurückschlagen! Fuck them up! Oh shit! Übergeiler Bossfight incoming. Okay, wenn Lux, wenn Xion das meint. Alter, die Kulisse sieht super cool aus. Wirbelstock. Okay, die halten auf einmal mehr aus als damals. Und haben auf einmal schärfere Messer, so wie es ausscheint. Block it. Vulkan. Ja, die hält noch einiges mehr aus. Aua! Hey, die tun weh, die Penner. Swung. Swung. Wirbelstock. Komischerweise, Wirbelstock wird, glaube ich, so gut wie gar nicht gecountert bislang, oder? Aber Vulkan? Also bei solchen Gegnern wird Vulkan irgendwie fast immer gecountert. Das wird ja nicht, weil ich es abblocke, aber es fällt mir mal so nebenbei auf. Aua. Und Slash. Voll verkackt. Vulkan! Ah, Vulkan! Vulkan! Nee. Goblins! Jetzt kriegt sie nur keine Erfahrung. Also geht mir ja ein bisschen auf den Keks. Jeder ist am Rumfighten. Scheiße, Ninja Lord. Soll das die Kommandozentrale sein? Vom Base sein? Das ist nicht, ja, ich meine. Das ist irgendwie ein bisschen schwach. Ich werde oben aufpassen. Ich mach mal, ne? Das werde ich mir büßen, wenn man traut. Ja, das ist schon. Alter, ich mach euch fertig. Uptown, fuck you up. Oh, warte mal, hab ich jetzt. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt alleine kämpfen. Deswegen. Na, wobei. Wir sind ja noch gut belegt. Ja,
wirklich nerven, alleine zu kommen. Hier bin ich. Ich hab da mal ein paar Jungs erledigt. Krumpf. Ein oder zwei, das ist auch egal. Große Klappe, nichts dahinter. Ready to rip some asses. Alter Elite, was bist du für ein SM-Opfer? Bam bam ba, was? Ja, ihm gefällt das nicht, aber Feuer ist bei mir jetzt nicht so schlimm. Ja. Da haben wir schon fast gedacht. Yes. Das ist nicht viel gewesen. Ich habe gedacht, der Typ wäre Feuer. Bam, bam, boah! Alter. Und Captain Slam macht das ja echt Schaden. Ist, glaube ich, doch besser, wenn ich so normal angreife. Ja, gut, dass ich geblockt habe. Ist ja kaum Schaden. Habe ich ja mehr geheilt. Das war schlecht. Bam, bam, ba! Nächster, bitte! Gunnar, vielen Dank für die 4 Monate des Hype. Boah, ich habe immer noch Blockage. Blocken wir noch ein bisschen weiter. Der Sub-Hype. Ja, Alter, der Sub-Hype ist mal wieder real. Mein 2 Leute erstmal heute gesubbt. Das ist schon einiges bei mir. Aber wahrscheinlich denkt er sich dann auch immer die ganze Zeit bam, bam, ba. Break. Vulkan! Jetzt ist mal die. Alter, es gab mal auf Gelb. Wirbelstock! Ja, das bringt so gut wie gar nichts, Alter. Genug gespielt, ich ziehe die Handschuhe aus. Ach du Scheiße. Kannst du den echten mein echtes Ich finden? Ach du Scheiße. Hey, um der Gebiet, Lord. Alter, Nianesla. Haben wir's? Warte mal. Oh, das trifft alle. Gut, dass ich das gekauft habe. Kann ich mashen? Ich kann mashen. Mash. Fick dich weg, Naruto! Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wer der echte ist. Au. Warum müssen die so schnell sein? Hey, Shatnik. Wahrscheinlich einfach, weil die sich immer denken, bam, bam, ba. So, das kriegen wir aber hin. Bam, bam, ba. Ja, jetzt muss ich auch Larvis heilen.
Nee. Geh mal kein Risiko ein. Da gehe ich kein Risiko ein. Ja, er wäre schneller gewesen. Er hat zwar mich angegriffen, aber gut. Aber er wäre auf ihn, okay. Und dann hätte er sich wieder gedacht, bam, bam, ba. Kannst du mal aufhören mit deinem bam, bam, ba? Das ist echt nervig. Alter. Ich kann mit Lavis bald nur noch verteidigen, wenn es so weitergeht. Vor allem, die sind so häufig dran. Alter. Block it. 29, immerhin macht das mal Schaden. Mist! Sehr gut, immerhin haben wir das jetzt mal los. Trotzdem heile ich mich noch mal ein bisschen hoch. Ja, jetzt bist du nicht mehr 10.000 mal dran, ne? Du Sack! Okay. Schon wieder. Gut, dass ich mit ihm immer noch blocke. Habe ich noch mal so ein Ding, was alles trifft? Ich habe noch mal einen Meteoritenschauer. Das benutze ich jetzt einfach nur, damit ich immer weiß, welchen ich angreifen muss. Immer nur 190. Ich hab schon fast gedacht, dass der das ist. Block it! Greif weiter ihn an. Ihn interessiert das nicht. Genauso sei ich kann mit ihm noch weiter blocken. Ich merke jetzt erstmal, wie wichtig blocken ist. Das, ihn interessiert das gar nicht. Und Schaden kann ich mit ihm ja sowieso nicht machen. Bam, bam, ba! Ich mag ihn irgendwie. Er denkt sich immer nur so, Alter, ich bin Ninja Shinobi Lord. Und denkt mir, bam, bam, ba. Und dann ist es gut. So, ich wollte gerade sagen, darf ich jetzt auch mal wieder. Haben wir es jetzt mal? Bist mal langsam tot? There we go. Man muss es nur mal aussprechen. Genug Bam Bam Ba. 1 hoch. Super. Da unten werden. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Riese? Alter, das ist Giganto! Mantarochen! Oh shit, fuck. Aber davon gehört, aber er ist real. Der, der bis jetzt gekämpft hat, waren wohl keine willigen Herausforderungen für ihn. Er ist immer noch kein Drache. Oh, echt jetzt noch mehr? Übergeiler Bossfight, bislang überlanger Bossfight. Und ich krieg keine Möglichkeit, mich mal zu heilen. Die Musik ist aber nice. Okay, mal gucken, ob der Typ jetzt wirklich so cool ist, wie gesagt wird. So groß ist der gar nicht. Ein Kopf größer als ich. Wirklich böse ist es jetzt nur auch nicht. Ein 13 Damage, er darf zweimal hintereinander.
Nun, ne? Ja! Da! Ja! Ha! Vulkan! Ey, schlimm aber jetzt nun, ne? Oh, man heilt sich fürs Blocken. Das wäre immer noch interessant. Er hat 20, aber er ist voll geheilt, also. Stört jetzt nicht. Es levelt Vulkan hoch wie nichts Gutes. Oh mein Gott, oh mein Gott, besiegt ihr mich bloß. Alter! Der Typ dreht durch. Ja, es bringt gar nichts. Macht überhaupt keinen Schaden, wirklich. Oh shit. Okay. Sonst zermalmt er dich. Oh. Alter. Ein Clothesline, der mir eine voll in die Fresse. Fun Fact, ohne Waffe ist er stärker. Oh fuck! Au! Au! Alter, was ist mit dem Kerl los? Ne, nochmal? Wie unfair! Ja, jetzt. Dart ist tot, oder? Ne, ich glaube, ich lebe noch. Aber auch nur mit Hängen und Würgen. Kann ich sogar gerade gut gebrauchen. Alter. Vor allem Tats ist immer noch fast tot. Einfach weil er diesen mega Doppelbash abgekriegt hat. Kongol ist badass, aber Alter, ist das ein Arschloch. Reiß den Kopf ab, Junge. Ich wünschte mir nur gerade, ich hätte nur Doppelhieb dabei. Einfach weil ich dann weniger Chancen hätte, auf die Fresse zu kriegen von ihm. Wirbelstock. Alter. Okay, 150 geht auch noch. Selbst wenn er wieder zweimal diese Scheiße macht, dann wäre das immer noch ertragbar. Oh, der haut immer auf mich. Okay, er ist rot. Lange hält er nicht mehr aus. Wirbelstock. Komm, fuck it. Yes. Dash. Yes. Ah, Vulkan. Alter, Krepier. Nicht schon wieder. Oh. Alter, das tut doch weh. Wie viele Clotheslines, ne? Okay. Wunderbar. Ich hab gewonnen und verliere doch. Oh shit.
What the fuck? Yo, man! Nice lag, though. Yo, that shit's awesome! Orkanstab. Geil, noch ein Stock. Okay. Okay. Die sind nicht menschlich. Heul doch. Da, du. Was ist mit dir passiert? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Der Drachenritter, der Dragoon, ist geboren. Ich bin überrascht, dass du nicht gestorben bist. Giganto stirbt nicht. Giganto wird dir heimzahlen. Da! What? Du bist in Sicherheit. Was passiert? Das Gesicht sehr für mich erleichtert. Geht's dir gut? Sehe ich so aus? Was willst du von Dart? Was hast du mit ihm gemacht? Ich hab nur... Na auf, beide! Fresse halten! Warum fragt man mich an, wenn ich mir dankbar sein sollte? Bist du wieder zu dir gekommen? Ich bin froh, dass du wieder zu dir gekommen bist. Topfit! Du bist... Rose, schön, dich wiederzusehen. Du kennst Dart? Ich hab's dir doch gesagt. Ich habe gerade sein Leben gerettet. Und das nicht zum ersten Mal. Ich will es aus Darts eigenem Mund hören. Du erklärst, ich verstehe nichts. Sie hat mein Leben gerettet. Das war damals im Wald so. Dank Rose habe ich es nach Celis geschafft. Dann war also die Person, die dich vor den Drachen gerettet hat. Ja, sie war es. Da wir gerade von Rettung sprechen, ich habe mich noch nicht bei dir bedankt. Ich brauche keinen Dank. Eben hast du dich beschwert, dass sich dir niemand dankt. Du Nuss. Ich brauche keinen Dank. Ich habe es gern getan. Ich verstehe. Warum bist du hier? Es wäre ein bisschen merkwürdig, wenn es Zufall wäre. Ich bin dir gefolgt. Ich habe meine Fakt, ne? What? Der voll alte Gamespieler Fortnite. Alter Andy, fuck off! Ich bin dir gefolgt, von meinem Artefakt, das du besitzt. Fasziniert war. Dem Dragoon Spirit. Alter, das klingt wie ein Bitbeast aus Beyblade. Just saying. Dem Dragoon Spirit des rotäugigen Drachens. Niemals die Strahlen kreuzen, Kinder. Get out! Dieses Licht. Alter! Du verdienst es. Drachen zu beherrschen. Dieses Licht ist der Beweis dafür. Wenn der Dragoon Spirit erst einmal angefangen hat zu leuchten, dann musst du dein Schicksal als Dragoon akzeptieren. So wie ich. Sorry, jedes Mal, wenn ich Dragoon höre, kann ich nicht anders als an Bitbeast zu denken.
Es ist nun mal so. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass das Anding meines Vaters so viel Macht hat. Du hast es von Anfang an gewusst? Deshalb hast du ihn gerettet. Ich wusste es nicht. Es war ein Test, um herauszufinden, ob er ein Dragoon ist. Wärst du kein Dragoon, wärst du jetzt tot. Woher weißt du solche Sachen? Du weißt so viel über Dinge, die keiner wissen kann. Es ist immer noch besser, als unwissend zu sein, oder etwa nicht? Can't argue with that. Stimmt, aber wir sind nicht allein. Es ist ein Stück der Legende vorgegangen. Mr. Norch hat darüber berichtet. Die Leute, die Menschen im Drachenkrieg zum Sieg verholfen haben, waren die Dragoons. Oder an die Dragonier-Klasse aus Final Fantasy. Okay, guter Punkt. War das der einzige Grund, warum du mich beschützt hast? Nur weil ich Dragoon-Spirit habe? Ich war wirklich selbst überrascht. Aber jetzt weiß ich auch warum. Ihr seht aus wie meine lieben alten Freunde. Sie sind in einer turbulenten Zeit. Dennoch waren sie stark, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie wussten, welcher Weg sie zu nehmen war und welche Dinge getan werden mussten, um den Feind zu besiegen und die Leute zu beschützen. Bei euch habe ich das Gleiche gefühlt. Deswegen wusste ich es einfach tun. Versteht ihr mich jetzt? Darf ich dich etwas fragen? Was machen sie jetzt? Sie sind alle fort. Das gehört zur Vergangenheit an. Es tut mir leid. Ich glaube, ich habe dir Unrecht getan, Rose. Das ist in Ordnung. Ich bin daran gewöhnt, dass man mich hasst. Wow. Wir müssen uns doch angreifen. Was? Noch mehr? Sieht doch schon alles in Schutt und Asche. Der siebte Vorhaber Marschland wird im Drachen angegriffen und Sedo 13. Reiterstab fast besiegt. Wir kommen Lebenszeit von Überlebenden. Woher kam er? Aus dem Wald über den Vulkan Milude. Alter, damn names, though. Anscheinend gibt es dort ein Drachennest. Gigantos und Drachen? So ein Kampf zwischen Menschen. Wenn wir Drachen nicht besiegen, haben wir keine Zukunft. Ruf den Rest der Ritter zusammen, wir werden das Drachennest angreifen. Die Ritterschaft ist zu einer Zahl nach überlegen. Was wird nur Menschen? Menschen können keine Drachen besiegen. Wenn es so weitergeht, wird Basil vollkommen zerstört werden. Das wissen wir erst, wenn wir es versucht haben. Hältst du einen sinnlosen Tod etwa für ehrenhaft? Dragoons können Drachen besiegen? Dad, du solltest verstehen, unsere Form der Existenz ist anders. Wir sind jedenfalls des Menschlichen. Stimmt, Dragoon. Die Jungs, die angeblich die Drachen beherrschen haben sollen, können gegen Drachen kämpfen. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Ich weiß immer noch nicht. Na gut, vielleicht kann ich das ja. Jetzt schaffe ich es. Ich habe die Macht des Drachen in mir. Drache, erwache! Ich schaffe es. Ich glaube an diese Kraft. Ich fühle mich erleichtert. Keiner aus der 8. Ritterschaft kann weiterkämpfen. Dart, Rose, ihr seid anscheinend die Einzigen, die wir noch zählen können. Könnt ihr jetzt mal aufhören zu knutschen? Das ist gerade nicht der Zeitpunkt dafür. Deine Wunde ist wieder aufgegangen. Ist nicht so wild, Dart. Rose, das Königreich Basil ist verloren, wenn ihr den Drachen nicht besiegt. Also, ja. Der Stream von Dart ist echt super. Das klingt generell geil. Lass auf mir vertrauen. Ich werde mitkämpfen. Du hast meinen Rücken. Ich werde auch gehen. Das reicht wahrscheinlich nicht, wenn nur Dart und anderen gehen.
Ob du auch die Phantom-Hurricane Attack anwenden kannst? Ich weiß nicht. Ich glaube, da lässt Tyson nicht so zu. Du solltest bleiben. Nein, ich gehe. Ich kann den anderen auch helfen. Kannst du nicht. Das Team ist voll. Unzähnige Drache. Friebrand! Das bringt die altbekannte Angst zurück. Das wirklich Beängstigende hat noch nicht einmal angefangen. Paishana war nett mit dir. Fies. Sagt der Motto, I don't need you anymore. Ist jetzt mal irgendwo ein Safe Point? Vor allem, weil nett mit dir ist. Ja, sie ist jetzt hier. Sternrohr. Wie kann ich die denn jetzt ersetzen? Oh. Ja, Mensch. War schön mit dir. Okay, Vulkan ist kurz vorm Level Up. Ich hätte schon gedacht, wir wären da schon weiter. Komm, nehmen wir auch direkt mal Vulkanstab. Was aber im Prinzip nur starke Attacken sind. Achso, okay. Oh, warte. Was hat sie? Ich kann das nicht mal lesen, weil das... Apeitschenhieb ist das. Apeitschenhieb. Kann ich hier irgendwas... Oh. Steigert physische Angriffsstärke leicht. Da habe ich doch gerne. Okay, bei ihr ist jetzt... Sie hat ein Rapier. Okay, dann. Dass sie am Anfang noch verteidigt habe. Okay. Oh, da oben ist ein Safe Point. Das sehe ich jetzt erst. Was eigentlich schade ist. Ich hätte jetzt gerne noch weitergemacht. Hä, ich stehe doch auf dem... Alter, werd mal nicht pingelig hier. Ja, Mensch. Aber ich würde sagen, das war's dann für heute. Weil ich kriege jetzt nämlich langsam echt Kohldampf hier. Also so richtig Brand kriege ich hier, ne? So richtig Brand. Hilli Brand und so. Aber ja, ist nice.